Diese Videoreihe dient dazu, dass du in wenigen Minuten immer in deinem Leben große Sprünge machen kannst. Ich werde dir Wissen geben, was aus unserem Forschungsinstitut entstanden ist. Also wir forschen ja, wir haben eines der größten Forschungsinstitute zum Thema Mensch, Leben und Geist. Und ja, ist vielleicht auch ganz spaßig. Ich werde dir auch in diesem Video etwas mitgeben, wie du in deinem Leben wirklich abheben kannst, wie du nach vorne kommst. Sehen wir uns doch mal unsere Lebensbereiche an. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Lebensbereiche. Also man kann sagen, alles ist ein Lebensbereich. Also Kind ist ein Lebensbereich, Kleidung ist ein Lebensbereich. Man kann das in Tausende formulieren oder in Tätigkeiten. Ich habe irgendwann einmal 18 Lebensbereiche erstellt. Es reicht eigentlich gar nicht aus. Also wie gesagt, es gibt tausend. Ich habe das probiert zusammenzufassen, damit es übersichtlicher wird. Aber machen wir dazu einfach mal ein Beispiel. Ich glaube, du weißt, was ich mit Lebensbereiche meine. Es gibt Lebensbereiche bei dir, dort brauchst du dich nicht anstrengen, da läuft alles von alleine. Denkst du mal drüber nach? Also das sind jetzt zum, machen wir ein Beispiel, wenn jemand kocht und sagt, ich bin super im Kochen, ich bin da super. Der braucht auch kein Rezept, stimmt's? Und wenn er wirklich nach einem Rezept kocht, dann schmeißt er am Schluss noch zwei Zutaten hinein und das macht das Besondere aus. Das heißt, jeder Mensch von uns hat irgendwo Lebensbereiche, da ist er super, da ist er überragend, da läuft alles, da gibt es keine Probleme. Vielleicht hältst du kurz inne, du darfst auch das Video gerne anhalten und denkst du mal darüber nach, in welchen Lebensbereichen brillierst du, bist du wirklich super. Okay, jetzt gibt es aber andere Lebensbereiche, dort können wir tun und lassen, was wir wollen und es ist immer mit Schwierigkeiten verbunden, immer mit Gegenwehr. Wir haben nie richtig Erfolg. Also Beispiel bei mir, ich bin gerade nicht der Koch. Mir kannst du ein Rezept vorlegen und ich verspreche dir, es wird am Schluss trotzdem nicht gelingen, obwohl es oft logisch gar nicht nachvollziehbar ist. Ich sage dann oft, ich habe doch alles genauso gemacht, aber irgendwie geht es nicht. Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Also wir haben immer Lebensbereiche super und wir haben manche Lebensbereiche im Durchschnitt und manche Lebensbereiche schlecht. Verstehst du? Jetzt wäre es natürlich immer von uns Menschen so, dass wir am liebsten alle Lebensbereiche nach oben fahren möchten oder zumindest viele daraus. Ich glaube, du pflichtest mir dabei. Der Grund dafür, oder viele, die meisten Menschen meinen, ja, da muss ich halt da drin mehr üben und mehr tun und mich vielleicht mehr reinknien oder anstrengen oder mehr Disziplin zeigen. Ja, alles gut, alles lieb, alles nett. Ich sage dir den wirklichen Punkt. Warum du bei manchen Lebensbereichen super, bei manchen schlecht, bei manchen Durchschnitt bist. Es ist das jeweilige Gefühl dazu. Wir müssen eines verstehen. Wir Menschen, wenn ich immer frage, wie viele Werkzeuge hast du zum Agieren, also zum Erschaffen, um Probleme zu lösen oder Ziele zu erreichen, dann sagen Menschen immer maximal drei. Das ist unser logisches Denken, es ist unser Sprechen, die Macht der Worte. Und es ist unsere Handlung, unser Körper, unser Auftreten und unsere Bewegung, also arbeiten gehen und so. Das sind Werkzeuge des Erschaffens. Wir haben aber nicht nur drei Werkzeuge, sondern wir haben vier. Das hat die Quantenphysik jetzt schon seit einigen Jahrzehnten bewiesen, dass das Gefühl das vierte Werkzeug ist, beziehungsweise das erste. Mein Gefühl steuert die Werkzeuge Denken, Sprechen, Handeln. Das heißt, wenn ich schlecht drauf bin in einem Bereich, also wenn ich selber sage, ach, da bin ich schlecht, habe ich ein schlechtes Gefühl, dann habe ich wenig Kreativität im Denken, wenig Überzeugungskraft in Worten und auch im Körper. Dagegen, wenn ich ein gutes Gefühl in einem Bereich habe, dann habe ich automatisch die richtigen Gedanken, die richtigen Worte und die richtige Handlung. Verstehst du, was ich meine? Das Gefühl steuert diese drei Werkzeuge, aber damit ist noch nicht abgetan. Das Gefühl hat darüber hinaus auch noch die Eigenschaft, dass sie direkt in die Materie eingreift. Das bedeutet, in den Verlauf, in die Ereignisse und letztendlich ins Ergebnis. Das müssen wir Menschen verstehen. Das bedeutet, wenn du in einem Lebensbereich, so wie ich zum Beispiel bei Kochen, kein gutes Gefühl dazu hast, einen nicht vorhandenen Glauben daran hat, dass ich das kann, dann kann ich mich genau nach Anleitung, kann ich kochen. Aber es wird
weil es wird immer dem Gefühl entsprochen, wird das Gericht nie zu dem werden, wie jemand, der ein hohes Gefühl zu diesem Bereich hat. Verstehst du? Machen wir ein Beispiel. Du hast finanziell vielleicht keinen Hochbereich, also wenig, Durchschnitt oder wenig, und du hättest gerne mehr. Dann gehen wir Menschen her, wir probieren, dass wir unsere Gedanken umstellen, wir probieren, dass wir andere Sparmodelle machen, wir probieren, dass wir Kosten einsparen oder mehr Geld zu verdienen, egal wie auch immer. Und trotzdem kommen die Menschen immer wieder zum gleichen Ergebnis, dass sie letztendlich nichts bewegt haben. Wie viele Menschen habe ich gecoacht? Die kamen vielleicht sogar zu mehr Geld, aber dann war es trotzdem wieder weg. Versteht ihr dieses Mysterium, wo man fragt, ist dieser Fluch im Leben? Nein. Es ist mein Gefühl dazu. Verstehst du? Das heißt, du darfst ruhig das Video anhalten. Du kannst jetzt mal vergleichen. Such dir einen Lebensbereich aus, wo du super bist, und einen Bereich, der krankt. Und jetzt überprüfe mal dein Gefühl. Schließ die Augen und denk an den guten Lebensbereich. Und du wirst feststellen, du hast Energie und du hast ein hohes Gefühl. Denkst du an den mangelnden Lebensbereich, wirst du feststellen, du hast ein mangelndes Gefühl, ein schlechtes Gefühl. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Die Frage ist also nicht, wie verändere ich mein Tun, wie verändere ich meine Vorgehensweise, was muss ich lernen, sondern die Frage ist letztendlich, wie kann ich mein Gefühl dazu verändern. Und dazu werde ich dir jetzt eine Technik geben, die immer funktioniert. Sie immer funktioniert, und zwar, wenn du diese Übung heute machst, wirst du bereits den nächsten Stunden, Tagen und Wochen die deutliche Veränderung merken. Auf einmal dreht sich alles. Und es ist auf jeden Lebensbereich anwendbar. Interessant? Okay. Möchte dir noch vorausschicken, tausende von Menschen arbeiten mit dieser Technik, die ich hier entwickelt habe. Und tausende von Menschen haben ihre schwachen Lebensbereiche jetzt auch zu stark gemacht. Als erstes gehst du her und du holst dir eine Pflanze. Oder du gehst hinaus in die Natur und gehst vor einem Baum. Also etwas, was lebendig ist. Nimm einen Baum, eine Pflanze, irgendetwas her. Wenn du gerade zu Hause sitzt, dann rutscht dir vielleicht die Topfpflanze vor dich hin. Und wirst Folgendes tun. Du wirst dir diese Pflanze ansehen. Mindestens 5 Minuten. Und zwar wirst du sie mit folgenden Gedanken begleiten, dass du sie dir im Detail ansiehst. Also nicht oberflächlich, da kennen wir die Pflanze, weil die steht schon seit 3 Jahren vielleicht in unserem Haus, in unserer Wohnung, sondern wirklich mal ins Detail gehst. Sieh dir an, wie die Blätter aussehen, wie die Verzweigungen, vielleicht der Äste und so weiter. Also sieh dir das alles im Detail an und verliere dich darin. Konzentriere dich auf die Schönheit dieser Pflanze. Wenn du das tust, wirst du feststellen, dass du Dinge entdeckst, die du bisher nicht gesehen hast. Du wirst die Schönheit im Detail von dieser Pflanze oder von diesem Baum finden. Du wirst auch, während du das machst, auf einmal den Anschein haben, als wenn die immer schöner wird und beginnt zu leuchten. Du wirst sagen, es ist eine optische Täuschung. Ich sage nein, das ist, du siehst jetzt das Energiefeld. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Videos, sondern ich möchte, dass du dich einfach im Detail verlierst. Wie gesagt, mindestens 5 Minuten. Länge wäre sogar besser. Irgendwann stellt sich bei dir ein unglaublich tolles Gefühl ein. Ein Gefühl, das wir Menschen so gar nicht kennen, und wir können es auch nicht beschreiben. Ich werde immer Seminarteilnehmer fragen, die diese Übung gemacht haben, wie fühlt ihr euch jetzt, wie würdet ihr dieses Gefühl beschreiben? Dann tun sich alle schwer. Es kommen 1000 verschiedene positive Zurufe, aber wir können es gar nicht beschreiben, weil es ein unglaubliches Gefühl ist. Ich kann dir sagen, woher das resultiert. Wann immer du dich mit einem Lebewesen im Positiven verbindest, also positive Konzentration hast, beginnt es mehr Energie zu bekommen, mehr Gefühl, mehr zu leben und überträgt es zeitgleich an dich. Das heißt, so wie du dich in der Schönheit dieser Pflanze verlierst, bekommt es Kraft, und diese Kraft bekommst du postwendend zurück. Ein unglaubliches Gefühl. Mit dieser Technik kannst du jederzeit auf wenige Minuten dein Energie- und dein Gefühlshaushalt immer nach oben schrauben. Aber jetzt wird es interessant, das ist auch nicht das Thema heute, sondern es ist jetzt interessant, was wir jetzt daraus machen. Wenn du dieses Gefühl dann hast, dann schließe die Augen und denke an deinen mangelnden Bereich.
wie Gesundheit, Partnerschaft, finanziell, egal, was du halt als Lebensbereich als mangelnd bezeichnest und erhöhen möchtest. Also nochmals, du gehst in die Pflanze, fährst dein Gefühl hoch, bis es da ist. Dann schließt du die Augen und denkst an deinen mangelnden Bereich. Und in dem Moment wirst du feststellen, dass die Energie und dein Gefühl fällt. Das ist normal und das ist der Beweis, dass du in diesem mangelnden Bereich über kein gutes Gefühl / Energie verfügst. Soweit verstanden? Jetzt, wenn du festgestellt hast, dass das gefallen ist, öffnest du wieder die Augen und verbindest dich wieder mit der Pflanze, bis das Gefühl wieder da ist. Also du gehst wieder in das Detail, in die Schönheit hinein. Das Gefühl ist wieder da, du schließt wieder die Augen und denkst wieder an deinen mangelnden Bereich. Verstanden? Und in dem Moment wirst du feststellen, es fällt wieder, aber es fällt nicht mehr so weit wie vorher. Du öffnest wieder die Augen, verbindest dich wieder mit der Pflanze, fährst dein Gefühl hoch, denkst wieder an deinen mangelnden Bereich. Du wirst feststellen, es wird vielleicht nochmal ein bisschen runtergehen, aber nicht mehr so weit wie vorher. Es wird immer stabiler. Du wiederholst die Übung so lange, bis dieses tolle Gefühl von der Pflanze adaptiert wird in deinen mangelnden Bereich. Wenn dann irgendwann kein Unterschied mehr ist, ob du auf die Pflanze dich konzentrierst oder auf deinen Lebensbereich, der im Mangel steht, wenn das gleich hoch besteht, hast du es erreicht. Und mehr musst du nicht tun. Das Einzige, was du tun solltest, ist, öfter jetzt an deinen mangelnden Bereich einfach zu denken. Und wenn du feststellst, die Energie bleibt oben, super. Wenn du feststellst, sie sinkt wieder, machst du wieder die Pflanzenübung, damit es wieder gleich bleibt im hohen Gefühl. Soweit? Verstanden? Okay. Wir haben jetzt eine Schwäche deines Unterbewusstseins ausgenutzt. Dein Unterbewusstsein tut 99% deiner Dinge, wo du meinst, die tust du. Also du wäschst dich nicht mehr, du fährst nicht mehr Auto. Es ist alles automatisch, das macht dein Unterbewusstsein, der größte Helfer, den wir überhaupt haben. Aber mein Unterbewusstsein hat eine Schwachstelle, es kann nicht logisch denken. Es kann nicht sagen, dieses Gefühl von der Pflanze ist ja von der Pflanze und nicht für den Mangelbereich, sondern es geht nach Wiederholung. Und wir haben jetzt so oft es wiederholt, dass dein Unterbewusstsein sagt, wann immer du an diesen mangelnden Bereich denkst, möchtest du das hohe Gefühl haben und somit gebe ich es dir. Das heißt, wir haben es jetzt ausgetrickst, wir haben das Gefühl kopiert von der Pflanze und in den Mangelbereich gesetzt. Somit brauchst du dich auch in Zukunft mit der Pflanze nicht mehr verbinden, wenn du nicht willst, obwohl es viele Menschen tun, weil es einfach ein Bombengefühl und ein unendlicher Energiegeber ist. Du gehst her, du brauchst dich nicht mehr verbinden, sondern du denkst immer wieder an deinen Mangelbereich und wenn das Gefühl oben ist, ist alles, was du zu tun hast. In dem Moment wird sich dein Denken in dem Bereich, dein Handeln und dein Sprechen verändern und der Weg, die Ereignisse und das Ergebnis muss sich verändern, weil das Leben sich immer nach dem Gefühl richtet. Und jetzt musst du nur noch eine Sache tun und das ist das Schönste überhaupt. Du musst jetzt nur noch beobachten, was passiert. Und du wirst vom Glauben abfallen. Wenn dein schwacher Bereich die Gesundheit war, dann wirst du feststellen, dass auf einmal sich eine Heilung ergibt oder Möglichkeiten zur Heilung zu kommen. Wenn sich im finanziellen Bereich was war, wird auf einmal vielleicht irgendwie Geld zu dir kommen. Du wirst Wunder erleben, die du aus der Logik nicht erklären kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser fantastischen Reise.